Ölpumpen sind langlebig, sie halten ein Motorleben lang, aber es kann verschiedene Bauformen geben. Im einfachsten Fall finden Sie eine Zahnradölpumpe, wobei alle Ölpumpen irgendwelche Zahnräder haben, irgendwelche Bauarten, aber die typische althergebrachte Zahnradölpumpe, da greifen zwei Zahnräder gleicher Größe ineinander in einem Gehäuse, was die Zähne der beiden Zahnräder außen umgibt. Und wichtig, bei Fragen, wie funktioniert sie? Sie wird angetrieben, zum Beispiel von der Kurbelwelle, irgendwie. Das eine Zahnrad dreht ja das andere. Sie sind gegenläufig. Diese Zahnräder kämmen ineinander. Getriebe kommen wir ganz viele Lektionen später. Zwei Zahnräder, die einander kämmen, lassen keinen Platz für Öl an der Seite, wo sie ineinander greifen. Das heißt, das Öl geht immer außenrum zwischen Wandung der Ölpumpe und den Zahnlücken. Ganz wichtig, dass Sie das beachten bei eventuellen Fragen, die dazu kommen können. Eine weitere Bauart ist die Sichelpumpe. Auch hier greifen zwei Zahnräder oder liegen zwei Zahnräder ineinander. Sie gucken sich ja gleich die Animation mit an. Erkennbar an dieser sichelförmigen Trennwand. Und eine dritte ist eine Rotorpumpe. Auch da schauen Sie auf die Animation. Die Rotorpumpe, da sitzt ein Vierstern in einem Fünfstern, auch wie Zahnräder. Und wie es funktioniert, sehen Sie. Es ist etwas schwerer zu beschreiben. Und ich denke, das wird in Prüfungen auch nicht so verlangt werden. Es gibt selbstverständlich bei Trockensumpfschmierung nur so am Rande dann auch elektrisch angetriebene Ölpumpen. Das für unseren normalen Motor aber eigentlich nicht geläufig. Frage ist manchmal, warum wird eine Ölpumpe im Gegensatz zur Kühlmittelpumpe nicht von einem Keil oder Zahnriemen angetrieben? Ein Keilriemen, ein Zahnriemen, sie können reißen. Und wenn Sie sich vorstellen, bei voller Fahrt, Sie fordern Ihren Motor gerade Höchstleistung ab, da reißt dieser Riemen. Die Ölpumpe würde automatisch sofort stillstehen. Es würde keine Schmierung mehr geben. Wir hätten einen Totalschaden. Deshalb gibt es eine Zwangskopplung zwischen Motorantrieb und Ölpumpe. Bei der Kühlmittelpumpe ist zwar auch unangenehm, wenn dort der Antrieb reißt, also Zahn- oder Keilriemen, aber wir haben unsere Temperaturanzeige und der fehlende Transport des Kühlmittels hat nicht so dramatische Auswirkungen in so kurzer Zeit wie bei der Ölschmierung. Deshalb dieser Unterschied. Trotz optimaler Schmierung mit den besten Ölen im Motor gibt es einen gewissen Abrieb. Wenn Metalle auf Metalle, zum Beispiel beim Kaltstart, reiben. Dieser Abrieb sollte sich nirgends ablagern, das wäre schädlich, sondern er wird durch das Motoröl weitertransportiert, gegebenenfalls in unseren Ölfilter. Dort werden dieser Abrieb wird dort zurückgehalten, mikroskopisch fein. Früher hatten Motoren, als es noch nicht so gute Öle gab, zum Beispiel eine Magnetschraube in der Ölwanne. So wie heute manche Getriebe das haben. An dieser Ölwanne war ein richtiger kleiner Metallbart manchmal zu sehen, ein Zeichen für höchsten Verschleiß. Das ist heute nicht mehr so Thema. Die Öle sind gut, die Motoren haben sich geändert, die Materialien. Aber die Reinigung, der Abtransport dieses Abriebes zum Ölfilter ist wichtig, genauso wie früher. Meine Erläuterungen hier sind ja immer gerafft in kurzer Zeit, 5 bis 10 Minuten Clips. Eigentlich braucht man viel mehr Zeit und Sie wissen ja in der Schule, im Betrieb, wie lange Sie sich mit manchen Themen auseinandersetzen. Deshalb mein Rat, ich blende hier ja gelegentlich mal so ein oder andere Animation ein. In Ihrer Schule sollte es ein Selbstgänger sein, dass Sie solche Animationen oder auch ganze Filmbeiträge nutzen, dass sie vom Lehrer eingesetzt werden. Weil es macht doch Sinn, etwas Bewegtes zu sehen. Und fragen Sie einfach mal nach. Es müssen nicht unbedingt nur Filme von HT-Film sein. Aber was Sie hier im YouTube-Kanal finden oder in unserem HT, auf unserer HT-Filmseite, das ist für die Schulen bestimmt. Und die opfern dann mal sage und schreibe 50 oder 80 € für so einen Film, den Hunderte schauen können. Und die Animation
Das hat sich in der Vergangenheit gezeigt, die kommen so gut an, dass der absolute Hit in unserem YouTube-Kanal, Sie können ja mal gucken, das ist unser DSG-Getriebe. Das steht einsam an der Spitze und bestätigt uns darin, mehr und mehr diese Animationen anfertigen zu lassen. Und hier in meinen Clips gebe ich nur hier oder da mal ein kleines Anschauungsbeispiel, weil die ungefähr 300 Animationen, die wir jetzt haben, die müssen sich auch irgendwie bezahlt machen. Irgendwie müssen diese Filme auch verkauft werden. Sie kriegen hier alles quasi für umsonst. Und andere müssen das dann mitfinanzieren über die Schulen, über die Abnehmer und sagen Sie selbst. Ich finde, das ist ein faires Angebot. Bis dann.